Ihr wolltet schon immer einmal wissen, wie sich das alltägliche Leben im Mittelalter wirklich gestaltete? Waren die Menschen der damaligen Zeit tatsächlich so verrückt, wie es unsere heutigen Klischees besagen? Bleibt dran und macht euch selbst ein Bild. Hier sind 15 wahre Alltagsbegebenheiten aus dem Mittelalter, die nur schwer zu glauben sind. Wir wünschen euch viel Spaß mit unserem heutigen Video. Das finstere Mittelalter? Das Mittelalter genießt noch immer den hartnäckigen Ruf, eines der dunkelsten Kapitel der Weltgeschichte dargestellt zu haben. Doch war dieses finstere Zeitalter wirklich so düster, wie es ihm oft zugesprochen wird? Zugegeben, es gibt bestimmt Angenehmeres, als sich mit der Pest oder dem Hundertjährigen Krieg herumzuschlagen. In Wahrheit war das Mittelalter jedoch auch eine sehr spannende Zeit für Wissenschaft und Bildung. So lebten damals nicht nur einige beeindruckende Denker wie Thomas von Aquin und der Mathematiker Leonardo Fibonacci, auch die Universitäten von Oxford und Cambridge wurden während des finsteren Mittelalters gegründet. Belebte Friedhöfe. In unseren heutigen Tagen sind Friedhöfe Orte der Stille, an denen es den Hinterbliebenen in einem geschützten, respektvollen Rahmen möglich ist, sich von ihren Angehörigen zu verabschieden. Im Mittelalter waren Friedhöfe jedoch nicht bloß einfach Orte, an denen man Tote beerdigte, sondern sie waren so etwas wie öffentliche Treffpunkte, auf denen reges Treiben herrschte. Viele wichtige Ereignisse einer Stadt, wie etwa Wahlen, Debatten, Gerichtsverhandlungen und selbst Theateraufführungen, wurden kurzerhand neben oder direkt auf dem Friedhof abgehalten. Nachts soll sich wiederum so manche Dame auf den Friedhof geschlichen haben, um dort gewisse Dienstleistungen anzubieten. Beinhäuser. Zwischen all dem Trubel, der auf den mütterlichen Friedhöfen vorherrschte, sollten wir nicht vergessen, dass dort selbstverständlich auch Bestattungen vorgenommen wurden. Manchmal ergab sich aber dabei das Problem, dass der Platz auf dem Friedhof immer knapper wurde. Um also Platz für weitere Beerdigungen zu schaffen, wurden die sterblichen Überreste der Verstorbenen exhumiert und in sogenannte Beinhäuser überbracht. Bei einem Blick auf die unzähligen Totenköpfe und Knochen, die sich auch heute noch in vielen Beinhäusern tummeln, kann einem schon mal ein kalter Schauer über den Rücken laufen. Besteckgewohnheiten. Habt ihr euch auch schon einmal gefragt, wieso die mittelalterliche Redewendung ausgerechnet den Löffel abgeben heißt? Wieso lautet das Sprichwort nicht, jemand gibt die Gabel ab? Nun, dies liegt schlicht und ergreifend daran, dass Gabeln damals nicht sonderlich verbreitet waren. Darüber, wieso die Menschen des Mittelalters am liebsten zu Löffel und Messer griffen, existieren die unterschiedlichsten Theorien. Sie sah immerhin barbarisch aus und erinnerte mit ihren Spitzen an den Dreizack des Teufels. Schuhmode. Klassisch, sportlich oder doch elegant? Wenn es um die Frage der bevorzugten Schuhe geht, hat jeder von uns seinen ganz eigenen Geschmack. Werfen wir nun einen Blick auf das Schuhwerk, das im Europa des 14. und 15. Jahrhundert angesagt war, wird uns klar, dass die mittelalterliche Schuhmode wirklich spitze war, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn tatsächlich liefen die sogenannten Schnabelschuhe derart spitz zu, dass wir uns fragen, wie es den Menschen damals gelang, halbwegs normal zu laufen. Dabei war die Länge der extravaganten Treter eng mit den offiziellen Kleiderordnungen verknüpft und orientierte sich am gesellschaftlichen Stand des Trägers. Interessant zu wissen, vor diesem Hintergrund entstand auch die bis heute gängige Redensart auf großem Fuß leben. Desinfektionsmittel. Ganz gleich, ob Stiche, Schnitte oder Bisse. Wer sich erst einmal verletzt hat, tut gut daran, seine Wunde schnellstmöglich zu desinfizieren. Was für unseren modernen Alltag gilt, lässt sich selbstverständlich auch auf das Mittelalter übertragen. Nur hatten die Menschen damals eben nicht die alkoholbasierten Desinfektionsmittel, die wir heute bequem im Laden kaufen können. Was taten die mittelalterlichen Mediziner also? Sie verwendeten hierzu kurzerhand Urin. Selbst Thomas Vicary, seines Zeichens Leibarzt von König Heinrich VIII., riet den Soldaten, alle im Kampf erlittenen Verletzungen mit Urin zu behandeln, um Infektionen vorzubeugen. Ein vergnügliches Fußballspiel. Ist es nicht komisch, dass der Fußball ausgerechnet in England, also dem Land, das die Sportart so berühmt machte, einst verboten wurde? Wie ihr euch bereits denken könnt, unterschied sich das damalige Spiel überdeutlich von den heutigen Matches. Es glich eher einer gewalttätigen Rauferei. Strenge Regeln, Fehlanzeige. So etwas wie Foulspiel? Überflüssig, solange keiner der Spieler ums Leben kommt. Ein professioneller Spielball? Eine mit Luft gefüllte Schweineblase tut's doch auch. Selbst die Teamgrößen waren nicht genau festgelegt. So kam es, dass nicht selten ein ganzer Mob von Menschen durch die Gegend hetzte und mitunter herumpöbelte.
Das Ganze geriet derart außer Kontrolle, dass sich König Edward II. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts dazu gezwungen sah, das Fußballspielen zu verbieten. Barprobe. Dort, wo die irischen Ermittlungen an ihre Grenzen stießen, war manchmal Hilfe aus dem Jenseits gefragt. Denn tatsächlich wurde die sogenannte Barprobe im Mittelalter eingesetzt, um die Schuld oder die Unschuld eines angeklagten Mörders zu beweisen. Dazu wurde der Tatverdächtige zum aufgebahrten Mordopfer gebracht. Anschließend musste der Angeklagte seine Hand auf die tödliche Wunde der Leiche legen und seine Unschuld in Form einer vorgeschriebenen Eidformel beteuern. Trat daraufhin Blut aus der Wunde aus, war die Schuld des Verdächtigten bewiesen. War dies jedoch nicht der Fall, durfte der Angeklagte in sein freies Leben zurückkehren. Dieser Praxis lag die Annahme zugrunde, dass sich die Seele des Verstorbenen noch einmal im Leichnam befand. Fing die Leiche während der Barprobe an zu bluten, wolle sich der Geist am Mörder rächen. Feuerprobe. Allerdings war die Barprobe längst nicht die einzige ungewöhnliche Beweisführung der mittelalterlichen Geschichte. Auch ein anderes Gottesurteil, die sogenannte Feuerprobe, zählte damals zu den gängigen Mitteln, mit denen ein Angeklagter überführt werden konnte. Hierbei musste der Verdächtige entweder barfuß über glühend heißes Eisen laufen, das sengend heiße Metall mit der blanken Hand über eine gewisse Distanz tragen oder seine Hand kurzerhand direkt ins Feuer halten. Blieb der Verdächtige währenddessen unverletzt oder zog er sich Wunden zu, die innerhalb weniger Tage verheilten, war er unschuldig. In den meisten Fällen erwartete ihn aber eine Strafe. Haarige Angeklagte. Was aus heutiger Sicht schier unglaublich erscheint, war in den Gerichtssälen des Mittelalters noch gang und gäbe. Sogenannte Tierprozesse. Tatsächlich wurden damals Strafverfahren gegen Tiere abgehalten, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Dazu konnten beispielsweise Schweine zählen, die Kinder angegriffen hatten, oder auch Rinder, Pferde und Hunde, die andere Straftaten begangen hatten. Vor Gericht erhielten die haarigen Angeklagten sogar ihre eigenen Anwälte. Wurden die Vierbeiner erst einmal für schuldig befunden, so hatten sie aber nichts mehr zu lachen. So konnten sie bei einer Verurteilung ertränkt, gehängt, verbrannt oder lebendig begraben werden. Einmal wurde sogar eine ganze Schar von Tieren wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt, da sie die Vergewaltigung einer Frau tatenlos mit angesehen hatten. Das Leben der Bauern. Wenn wir heutzutage an Bauern denken, kommen uns Bilder von selbstständigen Landwirten in den Sinn, die viele Felder und einen großen Hof ihr eigen nennen. Das Leben der mittelalterlichen Bauern war jedoch alles andere als frei, ganz im Gegenteil. Typischerweise beackerten die Bauern damals Felder, die ihnen von ihren Landsherren zugeteilt worden waren. Als Gegenleistung waren dann die Bauern dazu verpflichtet, Abgaben in Form von Arbeitsdiensten und Lebensmitteln zu errichten. Zudem konnten die Bauern von ihren Herren jederzeit in den Krieg geschickt werden. Wie wir sehen, mit der ländlichen Idylle unserer Tage hatte der Alltag der bäuerlichen Bevölkerung damals wahrlich nicht viel gemeinsam. Der Weg zum Ritter. Die Teilnahme an großen Turnieren, der Ruhm auf dem Schlachtfeld und die uneingeschränkte Bewunderung der übrigen Bevölkerung. All dies wird heute mit dem Alltag eines mittelalterlichen Ritters verbunden. Das Problem? In den Stand eines Ritters aufzusteigen, war alles andere als einfach. Wer dies erreichen wollte, musste von adeliger Herkunft sein und ausreichend Geld besitzen, um sich Waffen, Rüstungen und Pferde zu leisten. Reiche Familien schickten ihre Söhne im Alter von 8 Jahren in ein Adelshaus, wo sie zunächst als Pagen dienten. Mit 14 Jahren wurde der Jugendliche dann zum Knappen und absolvierte eine strenge Ausbildung. Hatte er diese entbehrliche Zeit erfolgreich hinter sich gebracht, wurde er im Alter von 21 Jahren zum Ritter geschlagen. Aderlass. Bereits seit der Antike bekannt, erfreute sich der Aderlass im Mittelalter noch immer einer großen Beliebtheit. Da ein funktionierender Blutkreislauf für unsere Gesundheit unerlässlich ist, glaubten die damaligen Mediziner, dass sie einen Kranken heilen können, indem sie das schlechte Blut buchstäblich aus dessen Körper ablaufen ließen. Ganz gleich, ob ein gewöhnlicher Husten, Typhus oder sogar die Pest. Um die Krankheitserreger aus dem Organismus zu leiten, kamen Aderlasse bei praktisch jedem körperlichen Leiden zum Einsatz. Da jedoch nur bei den wenigsten Krankheitsbildern ein spürbarer Heilungseffekt nachgewiesen werden konnte, verschwand diese Praxis im Laufe der Zeit wieder aus den Arztpraxen. Zum Glück. Eroberung von Konstantinopel. Im Jahr 1198 rief Papst Innozenz III. Den 4. Kreuzzug aus, um Jerusalem von den muslimischen Herrschern zurückzuerobern. Im Jahr 1202 war das Heer angriffsbereit und erhielt den ausdrücklichen Befehl, keine christlichen Staaten anzugreifen. Eine Anweisung, welche die Kreuzritter jedoch nicht beachten sollten. So geschah es im April 1204, dass die Armee Konstantinopel eroberte, plünderte und teilweise zerstörte. Und das, obwohl es sich dabei um die größte christliche Stadt der Welt gehandelt hatte.
Rädern. Wenn wir mit unseren Kräften vollkommen am Ende sind, sagen wir häufig, dass wir uns wie gerädert fühlen. Doch habt ihr eigentlich gewusst, dass diese Redewendung einen überaus brutalen Ursprung besitzt? So war das Rädern eine bestialische Art der Todesstrafe, die im Mittelalter auf verurteilte Mörder oder Räuber wartete. Zunächst wurde das Opfer auf dem Boden fixiert, woraufhin ihm der Henker die Arme und Beine mit einem eisernen Richtrad zertrümmte. Im nächsten Schritt wurde der Todgeweihte an ein Rad gebunden, das daraufhin an einem Pfahl ausgerichtet wurde. Ob der Henker den Verurteilten dann enthauptete, erwürgte oder bei lebendigem Leib ins Feuer warf, hing nicht zuletzt von der Schwere des begangenen Verbrechens ab. Tja Leute, jetzt seid ihr dran. Was denkt ihr über diese 15 befremdlichen Dinge aus dem Mittelalter? Wir sind bereits jetzt auf eure Kommentare gespannt. Lasst uns gern einen Daumen nach oben da und abonniert Topwelt, um nie wieder eins unserer Videos zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.